Hallöchen, ihr Lieben. Ich möchte mich hier heute mal vorstellen. Ihr habt hier mit Sicherheit den Sid erwartet. Na, sag mal, wie siehst du denn überhaupt aus? Na, lass dich doch. Naja, ab jetzt hier, du bist ja heute nicht aktuell. Ja, ihr habt hier heute mit Sicherheit den Sid erwartet, aber ja, ich wurde immer mal wieder hier und da gefragt. Ja, das ist ja ganz schön, die Anna Bollmann, aber wir sehen immer nur den Sid, wir sehen immer nur den Fadi. Und was ist denn eigentlich, ja, wer bist denn eigentlich du, ne? Und da habe ich so gedacht, ja, ich bin jetzt hier schon einige Jahre auf YouTube, habe mit dem Sid irgendwann mal angefangen aus reiner Freude, ne? Ich will immer Freude bringen den Menschen und ja, sie zum Lachen bringen, das war schon immer so meine Mission. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, bist schon ein paar Jahre da, könntest dich ja auch mal vorstellen. Und hier ist er nun, die Diana. Tada, tada. Und wie ihr seht, bin ich auch so wie der Sid. Also der Sid hat so einiges von mir, wenn ich auch nicht ganz so vorlaut bin wie er. Ich sag das lieber nicht so laut, sonst kriege ich wieder Lack. Ihr kennt ihn ja inzwischen. Ja, ihr Lieben. Also, mich gibt es auch auf, ich wollte es gerade sagen, auf YouTube. Ja klar, auf YouTube, auf Instagram, auch auf Facebook. Aber mein Hauptaccount ist Instagram, die Anna Bollmann. Ich verlinke euch das hier in der Infobox, ne? Da könnt ihr mich ja auch gerne mal besuchen. Ja, ich bin für, also ich zeichne gerne. Das, ich habe in meinem Account stehen, beziehungsweise oben in meiner Bio, bei mir ist einfach alles bunt, ja? Genauso wie ich es auch hier geschrieben habe. Alles unter einem Dach, sage ich immer. Ja, Kunst, etwas Spiritualität, Fun, Backen, Kochen, ab und zu der Sid auch auf Instagram. Denn mein Partnerunternehmen Ringana, ja, ich möchte die Badezimmer der Welt grüner machen mit ganz, ganz tollen frischen Produkten. Da bin ich mittlerweile auch seit 2 Jahren. Wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Ich würde mich freuen, ne? Da lernt ihr auch mal die Mutti so ein bisschen kennen, bevor ich euch jetzt hier ein Ohr abschwatze. Und ja, wir sehen uns. Ich freue mich. Habt den schönsten Tag. Bis dann.